Die Anforderungen an die Verwaltung sind gewaltig gestiegen in den letzten 25 Jahren, insbesondere nach dem Beitritt zur Europäischen Union und so weiter. Mhm. Und die einzige Möglichkeit, das zu bewältigen, war eigentlich möglichst viele Prozesse auch gleich zu digitalisieren, weil man die Menschen nicht hatte. Sonst hätte man viele, viele Menschen einstellen müssen. Ich glaube, der Punkt, wo es billiger war, einen Rechner zu kaufen, als einen Menschen einzustellen, war so ungefähr 1993.